Kochen mit Traudl. Mit Rezepten aus alten und neuen Kochbüchern. Ein herzliches Grüß Gott zur neuen Ausgabe Kochen mit Traudl. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg vom Bayerischen Rundfunk und ich darf heute als einer von den zwei Finalisten um die Krone des Schmankerlkönigs kochen im Jahr 2013. Das wird heute ein bisschen hektisch werden, deswegen mache ich das Essen einmal in aller Ruhe nur für euch, damit ihr das in Ruhe anschauen könnt. Drückt mir die Daumen, dass ich gut abschneide und wenn ich auch nicht Erster werden darf, das Rezept ist wirklich ganz super. Viel Spaß beim Zuschauen. Und gerade bin ich noch vor dem Fernsehstudio gestanden und schon bin ich jetzt wieder daheim in meiner Küche und koche wieder dasselbe, wie ich schon tagelang jetzt geübt habe. Vor der Live-Sendung habe ich mich ja mit Alfred getroffen in dieser Studioküche und wir haben unsere Sachen hingestellt, damit wir nicht zu viel suchen haben müssen. So wie jetzt zum Beispiel, da habe ich jetzt auch alles schön besser zusammengestellt. Wir fangen jetzt links an. Ich lese euch schnell vor, was denn alles reinkommt ins Rezept. Es ist jetzt da weniger, als wie im Rezept drinsteht, weil ich ja jetzt nicht für so viel Leute koche. Es wäre für 4 Personen. Und zwar für die Glasur 10 Gramm Ingwer, 60 Gramm Ahornhonig, 4 Esslöffel Ketchup Mayonnaise, schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Für die Entenbrüste 4 Entenbrüste, je nach Größe natürlich, 1 Esslöffel Olivenöl, Salz, Pfeffer, ein Glas Entenfond, Puderzucker, Tomatenmark, 125 ml Rotwein, Balsamico-Essig, Butterflocken. Für die Polenta-Schnitte 750 ml Vollmilch, 1 Teelöffel Salz, Muskatnuss, also einen halben Teelöffel Salz, 80 Gramm Butter, 150 Gramm Polenta-Grieß, Backpapier. Für die Pilzfüllung, das haben wir da schon weiter herüber, 50 bis 100 Gramm getrocknete Steinpilze, Knoblauchzehe, Butter, 3 Schalotten in Würfel geschnitten, 1 Esslöffel glatte Petersilie, 1 Teelöffel Thymian, Blätter, Salz, Pfeffer, Sahne, Parmesan. Für die Steinpilz-Polenta-Schnitte 3 Eigelb, Paniermehl, Pflanzenöl zum Braten. Für die Zuckerschote 200 Gramm Zuckerschoten, Zuckersalz, Austernsoße 4 Esslöffel, 3 Esslöffel Geflügelbrühe, 1 Esslöffel scharfe Sweet-Chili-Soße, 1 Teelöffel Curry, 1 Esslöffel geröstete gehackte Mandeln, 1 Teelöffel Sesamöl. Und schon können wir jetzt dann anfangen. In die Milch, da kommt jetzt ein Muskatnuss rein. Und ein Salz. So. Und jetzt lassen wir das aufkochen. Wenn die Milch jetzt aufkocht, zieht sie es ein bisschen weg vom Herd und dort den Polenta-Grieß einrühren. Mit dem Schneebesen am besten, weil er sich da am besten verteilt. Dann gebt es wieder drauf, schaltet es ein bisschen runter und lasst den quellen. Aber nicht rühren vergessen, damit er nicht anbrennt. Das Ganze, wenn es so ausgequollen hat ein bisschen, gebt es jetzt auf ein Blech. Ich tue aber gerne Backpapier drunter, dann biegt es nicht so an. Und dann streicht es glatt. So 1 cm dick ungefähr. Zu der Entenglasur, da brauche ich jetzt einen Honig. Und das Ketchup Mayonnaise. Und einen Ingwer reiben wir dazu auf. In der Sendung habt ihr das leider alles nicht gesehen, weil teilweise eben diese Einspielfilme waren und das war halt dann alles nur hektisch ein bisschen. Aber so, wenn ich euch das jetzt so nach der Reihe zeige, könnt ihr das super nachkochen und man kann ganz viel vorbereiten. Das stellen wir jetzt am Herd und lassen wir so ungefähr auf die Hälfte einkochen. Dass das so richtig, wie soll ich sagen, so eine Paste oder so wird, so richtig eine zähe Masse. Da hinten, da tue ich jetzt da einen Wasserkocher und da habe ich jetzt schon Zucker und Salz rein. Da
Da tue ich jetzt gleich meine Kaiserschoten rein, meine Zuckerschoten. Und da zeige ich euch jetzt schnell, die tut man normalerweise ein bisschen vorbereiten. Und zwar haben die da so ein kleines Fädchen immer. Jetzt die zum Beispiel hat es leider nicht. So ein bisschen ein Fädchen. Und das hat man gern immer so beim Essen noch drin und da kaust du da rum. Deswegen sollte man da ein wenig schauen, hinten und vorne das Zipferl ein wenig wegschneiden. Die Kaiserschoten, die dort ganz kurz blanchieren, vielleicht so 2 Minuten. Der Alfred, der hat ja ganz ein tolles Eis dabei gehabt und da haben wir super geil aufschäppen können mit Eiswasser. Ich habe halt jetzt da ganz ein kaltes Wasser gemacht, damit behalten sie nämlich eine Farbe. Unsere Entenglasur, die ist jetzt ganz schön eingeköchelt, die tun wir jetzt durch ein Sieb. Tipp vom Alfred, dort ist es in ein Töpfchen oder in so ein Schüsselchen, das wo man warm machen kann, denn nach einer Zeit, da wird es wirklich ganz zäh und da könnt ihr es fast nicht mehr streichen. Dann kann man es nämlich noch ein bisschen aufwärmen und dann kann man es wieder drüber tun. Unsere Entenbrust, die tun wir jetzt schön sauber machen. Da hinten, das zeigt, da wegschneiden, das tut uns gerade behindern. Und das ist da nicht gut. Auch die Haut, die da so vorsteht, die tut es wegschneiden. So viel Haut brauchen wir jetzt da nicht dabei. Und jetzt dort die Brust so rautenförmig einschneiden. Nicht zu tief, dass nicht gerade ins Fleisch reinkommt. Die hat der Alfred ja schon sehr schön geschnitten gehabt. Mein Messer schneidet leider nicht so gut. Die tun wir zuerst mit der Hautseite nach unten in der Pfanne schön anbraten. Bei der Sendung, da weiß man ja beinahe schwarz geworden. Da habe ich ja nur Glück gehabt, dass das nicht ganz schwarz geworden ist. Und zwar ist das ja Induktionsherd gewesen und mit dem kennen wir natürlich nicht aus. Und mit der Nervosität und schnell. Naja, aber es ist ja nur gut gegangen. So schaut er ganz gut aus. Und bevor ich den Rohr einige, lasst es nur salzen und pfeffern. Jetzt machen wir unsere Soße. Da haben wir Puderzucker karamellisieren lassen. In der Sendung, da haben wir jetzt natürlich in das Fett noch Knochen rein da und Außerbraten und so weiter. Das war schon ganz toll, aber das haben wir normalerweise daheim halt nicht so. Also lassen wir den Zucker kurz karamellisieren und da haben wir ein bisschen Tomatenmark drauf. Und löschen wir dann immer ein bisschen mit dem Rotwein ab. Das haben wir in der Sendung ja auch schon gemacht. Und das gibt ja allein schon eine gute Soße. Schaut her, da haben so richtig schöne Röststoffe drin. So, da haben wir jetzt unseren Rotwein schon gut einkochen lassen. Und jetzt geben wir einen Entenfond drauf. Auch immer ein wenig was und lassen wir wieder ein wenig reduzieren. Und jetzt machen wir die Fülle für die Steinpilzpolenta. Da haben wir eine Schalotte kleinschneiden und einen Knoblauch kleinschneiden und ein bisschen andünsten. In der Butter drinnen andünsten. Jetzt kommen unsere Storpitzel dazu. Die habe ich getrocknet gekauft, habe es 20 Minuten in einem kalten Wasser eingeweicht, schön ausspülen auch noch, weil oft nur Sand drinnen ist, und danach noch mit 10 Minuten kochen lassen. Und so kann man es hernehmen und so geht es auch ganz schnell zum Anbraten. Das ist übrigens das Einzige, wo wir schon vorbereitet haben vor der Sendung, weil das war ein bisschen zu lang dauert. Das haben wir jetzt ein bisschen angeresst, jetzt tun wir unsere Kräuter dazu. Ein Petersilie und ein Thymian. Da kommt dann jetzt ein bisschen eine Sahne noch dazu. Das ist jetzt ein wenig abgekühlt. Also der Parmesan kommt drauf. Das tun wir durcheinander ein wenig rühren. Ein bisschen verstreichen, dass das überall hinkommt. Und die Hälfte drüber schlagen. Und wenn es nicht tropiker da war, es auch ganz gut. Ja, schau her, funktioniert ja doch. Und das tun wir jetzt ein bisschen andrücken. Und wir haben rum experimentiert, was wir denn machen sollen. Also man kann verschiedene Formen natürlich machen. Man kann jetzt zum Beispiel eine Raute machen. Oder ein Karo. Das ist ganz unterschiedlich. Der Fantasie hat da keine Grenzen gesetzt. Also ihr könnt da so kleine Karos machen und vielleicht zwei auffüllen.
oder so eine Raute machen. Vielleicht auch so zwei aufs Teller. Oder wir haben uns diesmal eben für Kreise entschieden, weil wir gesagt haben, das schaut am schönen aus. Da machen wir gleich noch zwei draus. Und das ist ganz nett. Und jetzt machen wir weiter. Und zwischendrin könnt ihr vielleicht schon mal ein wenig Balsamico rein da. Das gibt eine ganz feine Note. Machen wir unsere Gewürzsoße für die Kaiserschoten. Dazu braucht ihr eine Austernsoße. Die gibt es von verschiedenen Herstellern. Schmeckt eigentlich alle hübsch gleich. Da tut ein bisschen was rein von dir. Und dann ein wenig Curry. Und das lässt dann, nein, noch nicht. Und zwar wichtig, eine Geflügelbrühe dazu. Weil das da, das ist jetzt nämlich ziemlich salzig alles. Bei der Geflügelbrühe dort auch schauen, dass die nicht zu salzig ist. Und dort lieber das einmal probieren, bevor es das auf den Teller tut. Und dort eventuell, wenn es sein muss, noch ein Wasser rein, damit das nicht zu sehr würzig wird. Nach ungefähr einer halben Stunde dort eine Entenbrust außer und schaltet den Ofen hoch auf Grillen oder auf Oberhitze und 220 Grad oder 250 Grad, je nachdem. Und schaut her, das ist jetzt schon ein dickerer Bart geworden. Aber das geht schon noch zum Streicher. Jetzt tun wir das da drauf streichen. Und das lasse ich jetzt dabei ruhen, mache ich dabei zu, bis der Grill soweit ist. Und ich muss, jetzt muss ich schauen, dass ich meine Polenta-Schnitten in die Pfanne reinbringe. Die tue ich erst im Eigelb wenden. Und dann in Semibresel. Und zwar habe ich da so ein Mutschelmehl, nennen sie das. Das ist ein wenig ein feinere Semibresel. Ihr könnt es aber normale auch nehmen. Ich meine, das ist wurscht. Müsst ihr euch nicht extra dafür kaufen. Jetzt können wir schon langsam alles fertig machen. Und zwar unsere Kaiserschoten. Da haben wir ein bisschen so ein geröstetes Sesamöl. Drin brauchen wir die ein wenig an. Und zu unserer Soße, da tun wir ein bisschen Butter zum Aufmontieren. Die schaut ja schon ganz gut aus, die Soße. Vielleicht soll ich das einmal probieren. Die Soße habe ich gerade probiert, da schaut ein bisschen Salz nicht. Ich habe die ganze Zeit nichts gesalzen. So. Und da tun wir jetzt unsere Kaiserschoten rein und braten das ein bisschen an. Also, ihr zwei habt es aber seitdem. Ich habe die da drüben nicht probiert, aber ich kann nur so viel sagen, diese Soße ist exzellent. Wir waren quasi Double Feature. Und jetzt schauen wir, meine Liebe, hier vielleicht noch. Das ist durchaus die Pilzfüllung. Ich würde sagen, üppige Sache, ideal für den Kollegen Moderi. Da habe ich jetzt beim Schneiden des Filmes gemerkt, dass ich jetzt eigentlich die Kamera ausgeschaltet habe, wie ich meinen Film machen wollte und dass die Kamera eingeschaltet war, wie ich so nebenbei gearbeitet habe. Also seht ihr überhaupt nicht das Schneiden von der superschönen Ente. Und wie man da die Soße rein tut zu den Zuckerschoten. Ich schaue jetzt einmal, vielleicht sehe ich das in meinem Film, in meinem Videofilm, den wir im Studio gemacht haben. Die Kaiserschoten kommen in eine Gewürzsoße, hast du ja gesagt. Aus was besteht die? Die Gewürzsoße, die ist aus Austernsoße, aus Chilisoße, ein bisschen Geflügelbrühe und ein bisschen Curry. Und das wird dann miteinander verkocht. Ein bisschen. Und natürlich die Mandeln.
Mandeln. Ja. Wegen der Moderin nicht allergisch ist. Normalerweise kann man auch Nüsse nehmen, gell? Ja, Haselnüsse, man könnte auch Erdnüsse nehmen. Es geht alles so, was nussartig ist. Jetzt kommen die Schoten in Sesamöl, in Sesamöl. Das ich jetzt daheim nicht so gefilmt habe. Schön. Okay. Ich guck mal eben, was da drüben passiert. Jury, seid ihr zufrieden im Moment? Zum Anrichten haben wir dann bloß 3 Minuten Zeit gehabt. Das war natürlich schon ein bisschen knapp. Probiert. Es ist wirklich mit heißer Nadel gestrickt, denn während das erste Gericht schon da steht und hier noch verfeinert wird, kommt die Traudel hinten noch mit ihrer Ente und unsere Jury darf jetzt probieren. Und so schaut's aus, wenn's fertig ist. Ich finde jetzt sehr interessant, wenn wir mal diese beiden Zuckerschoten oder Kaiserschoten vergleichen. Hier einmal so ein bisschen asiatisch angehaucht. Na, da reintun. Und dann hier die blanchierte. Und hier die blanchierte. Wobei also hier ist erstmal der Zuckerschotenvergleich, auf den bin ich jetzt neugierig. Moment. Also beides noch schön bissfest. Ja. Ja. Und wirklich ganz anders vom Geschmack her. Welchen schmeckt er besser? Ja. Der asiatische, oder? Asiatisch. Eindeutig, okay. Ja. Euch das hier rausziehe. Sehr, sehr schwer natürlich, aber eindeutig. Eindeutig. Wir haben 3-0, ja. So kann man es. Und so ist dann ausgegangen. Ein 3-0 Votum für. Oder? Hier, meine Damen und Herren, ist der Schmankerlkönig 2013 mit Tusch. Es wird. Traudel Myslakowski! So, jetzt ist alles vorbei und schaut her, erster Platz und wirklich toll zum Nachkochen. Also probiert es, führt euch beim nächsten Mal Kochen mit Traudel.